Hallo zusammen und willkommen wieder mal in der freien Natur. Wie versprochen, zeige ich euch heute das GoZero Boulder 100 Briefcase Solar Panel. Und wie ihr seht, es ist relativ sonnig heute, doch es ist immer noch Winter in der Schweiz und die Sonne, wie ihr seht, auch zur Mittagszeit steht ziemlich tief. Doch nichtsdestotrotz möchten wir euch das Solar Panel zeigen, das wir hier dabei haben. Und zwar sieht es so aus, es hat oben einen Griff zum Tragen. Es ist in diesem Zustand, im gefalteten Zustand, 55 cm lang und, 70 cm lang und 55 hoch und wiegt ungefähr 12 kg. Nun, was die Verpackung angeht und das Äußere, ist es so, das Panel selbst, wie wir sehen werden, ist aus Aluminium, also der Rahmen, und das Glas besteht aus einem gehärteten Glas, also es wurde gehärtet. Es ist auch stabil in dem Sinn, doch die Hülle selbst bietet überhaupt keinen Schutz, wie wir gleich sehen werden, und auch der Aufbau der Scharniere ist suboptimal, denn wenn ich es abstellen will, habe ich immer das Problem, dass es kippen möchte, da die Scharniere halt nach außen schauen und in der Mitte liegen. So, jetzt habe ich es mal geschafft, aber ich würde es nicht so stehen lassen, um ehrlich zu sein. Doch zeigen wir mal die Hülle. Diese hat hier zwei solche Reißverschlüsse, die nur so weit öffnen. Also ein bisschen mühsam ist, um das Ganze rausnehmen. Und wie ihr seht, drinnen nichts. Das ist wirklich reiner Plastik, der höchstens vor Kratzern von außen schützt und Dreck, mehr nicht. So, das Rausnehmen geht gut alleine, doch reinpacken ist schon einfacher zu zweit. Doch bauen wir mal das Solarpanel auf. Oben haben wir diese zwei Laschen, die wir öffnen und zurückklappen können, damit sie nicht zurückfallen. Und wir haben das Solarpanel umgekehrt mit dem Kabel, das ich jetzt rausholen werde. So, ich nehme es mal hier nach oben, spielt keine Rolle. Und wir haben diese zwei Ständer, die wir dann entsprechend, wenn ich es hier aufstelle, umklappen können. Das Problem bei denen ist, die sind fix auf 30 Grad eingestellt, plus minus. Sprich, sind für den Sommer optimiert und nicht für diese tiefliegende Sonne. Wie erwähnt, besteht der Rahmen aus Aluminium. Dieser wurde eloxiert. Sieht sehr schick aus, wie ich finde. Auch mit dem Griff hier alles in Schwarz gehalten. Jedoch besteht das Problem darin, dass es halt, wenn es mal Kratzer gibt, entsprechend schnell auffällt. Die Ecken wurden hier mit Kunststoff verstärkt, was sicherlich auch vorteilhaft sein wird, wenn man diese unterwegs benutzt und transportiert. Und das Solarpanel selbst, wie ihr seht, wurde ganz in Schwarz gehalten. Was wiederum sehr schick aussieht, meiner Meinung nach. Jedoch besteht das Problem darin, dass schwarze Solarpanel sich stark erhitzen und dann entsprechend die Effizienz runtergehen wird. So, wie sieht es nun mit der Ladeleistung aus? Wie ihr seht, habe ich wieder das Sherpa 100 und die Yeti 1000 mitgebracht, um diese beiden hier anschließen zu können und zu testen. Die Sonne ist jetzt wirklich nun hinter rechten Wolken hinter drin, aber mal schauen, was wir da aus dem Solarpanel rauskriegen. Idealerweise jetzt im Winter, habe ich locker schon über 70 Watt herausgeholt mit dem MPPT-Regler, auf den ich in einem separaten Video noch genauer eingehen werde, genauso wie auf die Unterschiede von der Nomad 100 und dem Boulder 100 Briefcase. Doch schließen wir sie jetzt nun mal an. Wenn ich sie hier an die Sherpa 100 anschließe, seht ihr, geht diese wieder in den aktiven Standby-Modus, wo wir die Ladeleistung sehen, die nun ansteigt auf nun 18 Watt und so weiter. Mal schauen, wie lange das geht. Und ich schalte sie mal an, damit wir auch die Restladezeit sehen bei den aktuellen 97%. Wie ihr seht, dauert es bei der Sherpa 100 AC übrigens doch recht lange, bis die maximale Ladeleistung gezogen wird vom Solarpanel. Wir sind jetzt bei 44 Watt,
43, das heißt, scheint das Maximum zu sein. Und nun wechseln wir doch am besten gleich mal auf die Yeti 1000. So, ich habe nun das Panel am eingebauten PWD-Regler eingebaut. Mal schauen, wie viel Leistung wir da rauskriegen. 20 Watt. Ja, scheint im Moment alles zu sein. 20 Watt. Das heißt, am besten wechseln wir gleich mal auf den MPPT-Laderegler und schauen, was wir da rauskriegen. Wie ihr wisst, dauert dies immer einen Moment, da die Yeti einen Moment braucht, um den Strom wirklich wahrzunehmen, der den MPPT-Laderegler hier anbietet. Jetzt leuchtet jedoch auch diese LED und nun kriegen wir ja 24 Watt. Das heißt, die Sherpa 100 AC hat doch am meisten rausgeholt, wobei eben mit den Wolkenbewegungen und so weiter, ja, da müssen wir ein separates Video machen. Aber soweit funktioniert alles. Das Panel ist schnell aufgebaut, ist recht mobil, vor allem auch stabil. Es ist auch dazu gedacht, dass es auch nonstop draußen stehen kann. Nicht wie das nur mit 100, das zwar wasserdicht ist, jedoch sollte man es scheinbar nicht die ganze Zeit draußen lassen. Dafür ist es nicht gebaut. Vor allem auch bei kalten Temperaturen kann scheinbar der Leim inwendig verkleben, bei sehr tiefen Temperaturen. Doch dieses Panel kennt diese Probleme nicht. Das war's bereits wieder für heute über das Go Zero Boulder 100 Briefcase Solar Panel. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt uns einen Daumen hoch und abonniert auch unseren Kanal. Wir setzen die Bedingungen leider nicht wirklich ideal. Es windet ziemlich, die Sonne verschwindet nun hinter Wolken. Aber wir haben für euch unser Bestes gegeben und hoffen, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, es werden Videos folgen, vor allem halt im Frühling, Sommer und auch ein Vergleich zu diesem Solarpanel und dem Nomad 100, das wir schon getestet hatten. Und ja, darum könnt ihr euch noch auf viele Videos freuen. Und ja, was bleibt mir weiteres zu sagen als wir sehen uns bald.